Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Mandy an. Diese hat über Babyshampoo geschrieben, welches sie mit 4,4 Sterne bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Babyshampoo. Ein Shampoo, viele Möglichkeiten. Babyshampoo kann man nicht nur verwenden, um den zarten Kopf eines Kleinkindes zu reinigen. Es eignet sich auch hervorragend für die Dusche eines erwachsenen Kopfes und noch für viele weitere Dinge. Meine Erfahrungen beziehen sich hauptsächlich auf Babyshampoos der Firma Penaten, Penaten-Babyshampoo und Bübchen, Bübchen-Babyshampoo. Was macht ein Shampoo zum Babyshampoo? Wenn man ein normales Shampoo neben einem Babyshampoo hält, sticht einem sofort ins Auge, dass die Inhaltsliste wesentlich länger ist. Das liegt daran, dass bei einem Babyshampoo natürlich auf viele Inhaltsstoffe verzichtet wird. Fast immer steht auf der Packung ohne Farb- und Konservierungsstoffe und ohne Mineral- und Paraffinol. Das sind alles Inhaltsstoffe, die auf einer empfindlichen Kopfhaut eines Babys oder Kleinkindes zu Irritationen führen können. Sicherlich gilt das auch für Allergiker und Erwachsene. Ein wichtiger Punkt bei Babyshampoos ist auch, dass es in den Augen nicht brennt. Das hat man heutzutage, zumindest ich, zwar immer seltener, aber da wird eben auch besonderer Wert drauf gelegt. In der Zusammensetzung von Babyshampoos ist auch auffällig, dass mit vielen Ölen und ölhaltigen Inhaltsstoffen gearbeitet wird. Diese sind sehr sanft und spenden viel Feuchtigkeit und legen sich wie ein Film über Haut und Haare. Öle sind vor allem gut für die Kopfhaut, da sie dort besonders pflegend wirken, auf schonende Art und Weise. Babyshampoo für Erwachsene. Was für Babys gut ist, kann für Erwachsene nicht schlecht sein. Babyshampoo wird gerne angewandt, wenn man zu trockener Kopfhaut neigt oder wenn man extrem trockene Haare hat. Die Öle in einem Babyshampoo können dort ideal ihre Arbeit verrichten und Abhilfe schaffen. Auch sehr sensible Personen mit überempfindlicher Kopfhaut greifen beherzt zum Babyshampoo der Kleinen. Babyshampoo bei Haarausfall. Babyshampoo wird übrigens auch dann empfohlen, wenn man unter Haarausfall leidet. Einfach aus dem Grund, dass es sehr schonend ist und die Haare nicht mit Stoffen belastet, die es gar nicht braucht. Es wirkt nicht gegen den Haarausfall, wie vielleicht Shampoos mit Koffein, aber es fördert auch nicht den weiteren Haarausfall. Bei akutem Haarausfall ist man jedoch immer noch am besten damit beraten, den Arzt aufzusuchen. Babyshampoo zum Reinigen von Pinseln. Heutzutage verwende ich Babyshampoo hauptsächlich zum Waschen meiner Make-up-Pinsel. Dafür eignet es sich super, denn es greift die Pinsel nicht an. Außerdem sind kleine Silikone enthalten, die sich um die Pinselhaare legen. Silikone haben auf sämtlichen Make-up-Pinseln nicht zu suchen, da dann das Produkt, welches man aufnehmen möchte, nicht haften bleibt. Es könnte das Ergebnis verschlechtern. Zudem belasten Silikone die feinen Pinselhaare. Ein weiterer Vorteil ist, dass Babyshampoo sich auch gut für synthetische Pinselhaare eignet. Da kaum böse Inhaltsstoffe enthalten sind, kann man so sicherstellen, dass man möglichst lange etwas von seinem Pinsel hat. Wenn man mit den falschen Mitteln seine Pinsel reinigt, können sie schnell an Qualität verlieren. Haare können ausfallen, die Haare können stumpf werden und so weiter. Bei einem Babyshampoo von Penaten oder Bübchen hat man die nötige Pflege und den Aspekt der hygienischen Reinigung. Mein Tipp: Reinigt eure Pinsel regelmäßig mit einem solchen Shampoo. Ansonsten können sich Bakterien dort vermehren. Gerade wer unter Pickel leidet, tut sich mit ungewaschenen Pinseln keinen Gefallen. Penaten-Baby-Shampoo-Erfahrungen, Bübchen-Baby-Shampoo-Erfahrungen. Ich möchte gleich an erster Stelle sagen, dass ich zwischen den Shampoos nie einen monumentalen Unterschied feststellen konnte. Die Inhaltsstoffe habe ich nicht eins zu eins verglichen, aber meistens sind sie doch sehr ähnlich. Der einzige Unterschied, der wirklich auffällt, ist der Geruch. Sie riechen beide irgendwie typisch nach diesen Produkten aus dieser Sparte. Jeder, der schon einmal daran gerochen hat, wird wissen, was ich meine. Sämtliche Babyprodukte haben so einen gewissen Geruch und so riechen auch die Shampoos. In Noten mögen sie sich sicherlich unterscheiden, aber beide haben einen sehr angenehmen und unaufdringlichen Geruch an sich. Ich verwende diese Shampoos hauptsächlich bei mir selbst und wie eben schon beschrieben zum Reinigen meiner Pinsel. Für meine Haare verwende ich es dann, wenn ich meinen Haaren eine Pause gönnen möchte, von anderen Produkten. Wenn ich merke, dass meine Haare zu viel Produkt haben, dann mache ich immer eine Babyshampoo-Kur und verwende diese für ein paar Haarwäschen. Das tut meine langen, feinen Haaren immer sehr gut. Meistens verzichte ich dann auch noch auf einen Conditioner. Nach mehrmaligen Nachkaufen der zwei Sorten habe ich für mich herausgefunden, dass ich das Bübchen-Shampoo lieber für meine Haare verwende und das Penaten-Shampoo lieber für meine Pinsel. Bübchen hinterlässt einen etwas stärkeren Geruch in den Haaren als Penaten und deshalb favorisiere ich es dort. Meine Pinsel reinige ich schon seit ich sie habe mit Babyshampoo. Ich habe sie teilweise schon über Jahre hinweg und das verdanke ich der guten Pflege. Zudem kriegt man dort auch die letzten Make-up- oder Puderreste aus jedem noch so großen und festgebundenen Pinsel heraus. Weitere Verwendungszwecke, die ich nicht probiert habe, sind übrigens: das Abschminken vom Gesicht, Geschirr darin einweichen, den Hund waschen und es zum Fensterputzen verwenden. Sprühflaschen mit etwas Shampoo befüllen und mit Wasser auffüllen. Ich kann also sowohl das Penaten-Baby-Shampoo als auch das Bübchen-Baby-Shampoo weiterempfehlen
und ich bin mir sicher, dass Mütter von kleinen Kindern es genauso lieben werden. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.